Die Gewerbeanmeldung ist für viele Selbstständige der erste Schritt in die Freiheit, in die Unabhängigkeit. Leider kann man schon bei der Gewerbeanmeldung eine ganze Reihe von Fehlern machen. Ich habe in meinem Leben 6-mal gegründet und arbeite seit über 10 Jahren in der Steuerberatung, habe also schon viele, viele Fehler rund um die Gewerbeanmeldung gesehen. Und in diesem Video zeige ich dir einmal die 5 häufigsten Fehler, die du bei der Gewerbeanmeldung machen kannst. Der erste Fehler ist die Gewerbeanmeldung als Freiberufler. Wenn du in Deutschland selbstständig bist, bist du nämlich entweder freiberuflich tätig oder gewerblich tätig. Und diese Frage und diese Unterscheidung musst du am Anfang für dich klären vor der Gewerbeanmeldung. Freiberufler müssen in Deutschland nämlich kein Gewerbe anmelden, wie der Name eigentlich schon sagt. Wenn du also beispielsweise künstlerisch tätig bist oder unterrichtend oder du bist beratender Betriebswirt oder Volkswirt oder Bildberichterstatter und so weiter, dann bist du Freiberufler und dann musst du kein Gewerbe anmelden. Zur genauen Differenzierung, was eigentlich freiberuflich und was gewerblich ist, dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir gerne einmal oben rechts. Die große Gefahr bei der Gewerbeanmeldung ist, dass das Gewerbeamt dich nie darauf hinweist, dass du da eigentlich falsch bist. Wir müssen uns da eine deutsche Behörde vorstellen. Und wenn du beispielsweise als Künstler jetzt zu dieser deutschen Behörde gehst und sagst, ich würde gerne ein Gewerbe anmelden, dann meldet diese Behörde für dich ein Gewerbe an. Diese Behörde wird dir niemals sagen, Moment, als Künstler bist du ja freiberuflich. Weil diese Unterscheidung ist eine Unterscheidung des Finanzamtes. Das Gewerbeamt interessiert sich dafür gar nicht. Die führt einfach deine Gewerbeanmeldung aus. Und dann bist du unter Umständen anschließend Freiberufler mit Gewerbeanmeldung. Was dazu führt, dass du halt ein Gewerbe hast. Und das Ganze führt meistens zu sehr viel mehr Arbeit für dich und zu mehr Kosten. Und deswegen solltest du dringend vorher die Frage stellen, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Und nur wenn du gewerblich tätig bist, gehst du zum Gewerbeamt, entweder online oder offline, und meldest ein Gewerbe an. Als Freiberufler gehst du direkt zu dem Finanzamt und meldest dich direkt beim Finanzamt an. Das machst du mit dem sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und mit dem Gewerbeamt hast du als Freiberufler nie zu tun. Den zweiten Fehler machen viele Gründer beim Unternehmenszweck. Und zwar musst du bei der Gewerbeanmeldung genau beschreiben, was du machst. Und das Gewerbeamt möchte, dass du das möglichst konkret, also möglichst genau beschreibst, was du genau machst. Das Problem ist, dass nahezu alle Selbstständigkeiten irgendwie sich dynamisch auch weiterentwickeln. Das heißt, wenn ein Kunde eine bestimmte Dienstleistung bei dir anfragt oder ein Produkt haben möchte und daran hast du vorher einfach noch nicht gedacht, du merkst jetzt aber, dass das von Kunden nachgefragt wird, dann passt du dein Geschäftsmodell unter Umständen an und du entwickelst es irgendwie auch weiter. Und das Problem ist, wenn du ganz am Anfang in deiner Gewerbeanmeldung zu genau warst, dann musst du später dein Gewerbe immer ummelden und quasi den Zweck des Unternehmens immer irgendwie erweitern, sobald sich irgendwie dein Geschäftsmodell weiterentwickelt. Deswegen ist meine Empfehlung, dass du den Unternehmenszweck so weit und abstrakt wie möglich beschreibst. Du könntest also beispielsweise statt Videoproduktion für den YouTube-Kanal Steuerfit für Selbstständige eher sowas schreiben wie Produktion von audiovisuellen Inhalten und die Vermarktung. Also du merkst schon, worauf ich hinaus möchte. Mehr allgemein halten und dir ja so viele Hintertüren wie möglich offen halten, damit du nicht später dein Gewerbe ständig ummelden musst. Den dritten Fehler habe ich ehrlicherweise in meiner eigenen ersten Gewerbeanmeldung selbst falsch gemacht. Und zwar gibt es in Deutschland viele Gewerbe, für die du zusätzliche Zertifikate und Genehmigungen brauchst. Und diese Zertifikate, Genehmigungen, Bescheinigungen und so weiter, die musst du in der Regel vorher haben. Das heißt, die musst du bei der Gewerbeanmeldung vorlegen können. Und es ist äußerst ärgerlich, wenn du einen Termin bei einem Amt hast und da dann sitzt und dann erst erfährst, dass du zum Beispiel noch ein Gesundheitszeugnis brauchst oder eine Schanklizenz oder irgendwelche anderen Genehmigungen, zum Beispiel im Sicherheitsbereich oder im Handwerksbereich und so weiter. Welche Anforderungen du erfüllen musst, solltest du idealerweise vorher abklären, sonst ist der ganze Termin beim Gewerbeamt eigentlich weggeworfene Zeit und wenn du es online machst, wird deine Gewerbeanmeldung einfach nicht bearbeitet bzw. abgelehnt. Deswegen informiere dich vorher, welche Genehmigungen du brauchst. Einfach um dir mal ein konkretes Beispiel zu geben und eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen. Ich war damals gerade volljährig und ich dachte, dass
dass Eventreihen für Studenten ein interessantes Geschäftsmodell ist. Ich meine, ich kannte mich ganz gut aus mit Alkoholkonsum und auch mit der Clublandschaft und ich dachte mir, ich könnte so Eventreihen organisieren. Und natürlich braucht man für sowas eine ganze Reihe an Genehmigungen, zum Beispiel so ein Gesundheitszeugnis oder eine Schanklizenz und so weiter. Und übrigens habe ich das Ganze später auch umgesetzt mit Partnern, aber das erste Mal saß ich beim Gewerbeamt und dann hat die nette Sachbearbeiterin mich erstmal darüber aufgeklärt, was ich denn alles bräuchte und warum ich das alles nicht darf. Und das war ehrlicherweise so ein bisschen frustrierend und ich war 5 Minuten später schon wieder raus aus dem Termin ohne Gewerbeschein. Der 4. Fehler, der ganz gerne gemacht wird im Zusammenhang mit der Gewerbeanmeldung, ist gar keine Gewerbeanmeldung oder eine zu späte Gewerbeanmeldung. Wenn ich bei Google eingebe Gewerbeanmeldung, dann sehe ich eine ganze Reihe an Fragen, was sich so Leute fragen im Zusammenhang mit der Gewerbeanmeldung. Und da sehe ich sowas, wie viel Umsatz darf man ohne Gewerbe machen? Oder wann wird das Hobby zum Gewerbe? Wie viel darf man verdienen, ohne sich anzumelden? Wie viel darf ich privat verkaufen ohne Gewerbe? Und all diese Fragen lassen sich beantworten, wenn wir einfach mal ins Gesetz schauen. Genauer gesagt in § 15 Einkommensteuergesetz, noch genauer gesagt in § 15 Absatz 2. Da steht nämlich genau, eine selbstständige, nachhaltige Betätigung mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb. Was lesen wir daraus? Es sind im Wesentlichen 3 Dinge. Erstens, die Tätigkeit muss selbstständig sein. Das heißt, wenn du angestellt bist, hast du keinen Gewerbebetrieb. Das ist relativ klar. Zweitens, es muss eine nachhaltige Tätigkeit sein. Das heißt, wenn du einmal privat etwas verkaufst, dann ist es keine nachhaltige Tätigkeit, weil nachdem du es verkauft hast, ist es weg. Wenn du regelmäßig Dinge neu nachkaufst, um sie zu verkaufen, ist es schon eine nachhaltige Tätigkeit. Und drittens musst du die Absicht haben, Gewinn zu erzielen. Und wenn dieser Satz erfüllt ist, hast du ein Gewerbe und dann musst du ein Gewerbe anmelden. Das ist unabhängig davon, wie viel Umsatz du machst. Und es ist auch unabhängig davon, ob du überhaupt einen Gewinn machst. Wenn du gewerblich tätig bist und auch wenn du Verluste machst, dann musst du ein Gewerbe anmelden. Und kleiner Hinweis an dieser Stelle, es ist auch für dich äußerst günstig, wenn du ein Gewerbe anmeldest, wenn du noch Verluste machst. Denn die Verluste, die du in deiner gewerblichen Tätigkeit erzielst, kannst du mit anderen Einkunftsarten verrechnen. Deswegen wäre es auch für dich ungünstig, wenn du dein Gewerbe erst dann anmeldest, wenn du Gewinne machst. Deswegen melde dein Gewerbe nicht zu spät an. Der 5. Fehler ergibt sich so ein bisschen aus dem 4. Vielleicht denkt sich ja jetzt der ein oder andere, naja, wenn die zu späte Gewerbeanmeldung ein Problem ist, dann melde ich mein Gewerbe so früh wie möglich an. Und ganz ehrlich, ich habe schon mit so vielen Leuten zu tun gehabt, die irgendwie aufgrund einer fixen Idee ein Gewerbe angemeldet haben und dann waren sie plötzlich selbstständig mit allen Verpflichtungen, zum Beispiel IHK-Mitgliedschaft und so weiter. Das heißt, dann sind Kosten entstanden. Und nach 1-2 Wochen Nachdenken ist dann aufgefallen, dass die Idee dann vielleicht doch nicht so gut ist. Und zusätzlich gibt es noch einige Gründungsförderungen, die du nur beantragen kannst, wenn du dein Gewerbe noch nicht angefangen hast. Das heißt, die kannst du wirklich nur beantragen, wenn du noch nicht selbstständig bist. Das heißt, wenn du jetzt eine spontane Idee hast und glaubst, dass man damit echt gut Geld verdienen kann, dann gründe nicht sofort dein Gewerbe, sondern denk erstmal drüber nach, erstell mal eine Kalkulation, schreib deine Ideen mal strukturiert runter, nicht für irgendwen, sondern für dich. Also denke einfach systematisch einmal über deine Geschäftsidee nach und wenn du nach 1-2 Wochen denkst, nein, diese Geschäftsidee, die hat wirklich Substanz, dann kannst du dich mit der Gewerbeanmeldung beschäftigen. Aber bevor du zum Gewerbeamt gehst, solltest du für dich auch die Frage klären, ob du eventuell Gründungsförderungen beantragen möchtest. Und schau unbedingt nach, ob man diese Fördergelder eventuell vor der Selbstständigkeit beantragen muss. Weil es ist unglaublich ärgerlich, wenn du voreilig ein Gewerbe gegründet hast und eine Woche danach stellst du fest, dass dir Fördergelder zustehen würden. Und jetzt bekommst du sie nicht mehr, weil du einfach im vorauseilenden Gehorsam schon mal ein Gewerbe angemeldet hast. Wenn du übrigens auf der Suche nach einer Anleitung für eine Gewerbeanmeldung bist, dann schau unbedingt das Video oben rechts einmal an. Da habe ich dich Klick für Klick durch eine Gewerbeanmeldung mitgenommen. Das heißt, da zeige ich wirklich jedes einzelne Feld, wie man das Ganze ausfüllen kann. Schau da gerne vorbei. Wenn du ansonsten noch Fragen hast zum Thema selbstständig machen, zum Thema Steuern oder zum Thema Gewerbeanmeldung, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du dir denkst, dass Selbstständigkeit zwar schön ist, du aber lieber einen Steuerberater an deiner Seite hättest, dann schau dir mal meine Empfehlungen an. Die findest du unten in der Videobeschreibung oder einmal hier verlinkt. Und du kannst natürlich auch die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Wir haben schon
hunderte Videos rund um die Themen Selbstständigkeit, Finanzen und Steuern aufgenommen. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.